Hallo, hallo. In diesem Video geht es wieder um Business. Und zwar um Business aus der Perspektive, dass nichts von uns getrennt ist. Und wir haben alle die gleichen Probleme. Es geht meistens um Geld aus unserem Business. Es geht um Beziehungen in unserem Business, zu Kunden, zu Mitarbeitern, zu Fans, zu Followern. Es geht um Beziehungen im Privaten, um Beziehungen zu speziellen Personen, um Beziehungen zu Freundschaften und so weiter und so fort. Und nichts von dieser ganzen Sache ist von uns getrennt. Es geht immer um uns selber. Es geht, mein ganzes Leben lang geht es nur um mich. Und das ist so schwierig zu verstehen, weil die meisten von uns haben als Kind gehört, nämlich nicht so wichtig, es dreht sich nicht nur immer alles um dich, die Welt dreht sich nicht nur um dich, es dreht sich um die anderen. Und genau diese Perspektive ist verantwortlich für viele Hindernisse, für viele Probleme, für viele Blockaden. Also dieser alleinige Grundsatz, den wir eingetrichtert bekommen, schon ganz früh in unserer Jugend, es dreht sich nicht immer nur an dich, um dich, es geht nicht immer nur um dich. Und das möchte ich dir heute nahebringen. Und zwar schmeiß diesen Satz, den du gehört hast, schmeiß diese Überzeugung jetzt in die Tonne. Denn es dreht sich immer nur um dich. Und es geht auch immer nur um dich. Alles in deinem Leben betrifft dich, denn du bist der Generator all dieser Energie. Und in meinen Teachings sage ich immer, es gibt zwei grundlegende Perspektiven. Die erste Perspektive ist die, mit der du dich identifizierst, deine menschliche Perspektive. Dein Human Design, da gibt es auch ganz viele Kategorisierungen, die sich darauf beziehen, wann du geboren bist. Und ich sage, es ist völlig egal, wann du geboren bist, wenn du die zweite Perspektive einnimmst, und zwar die Perspektive deines Divine Designs. Manche nennen diese Perspektive die Seele. Aber warum nenne ich Definition von Seele so verwässert und falsch ist und oftmals eben auch so gesehen wird, als hätte die Seele keinen Weg. Divine Design ist eine Energie. Divine Design ist ein Seinszustand, den wir alle haben, den wir alle wollen, der uns inne liegt, der unsere Essenz ist. Und das ist ein Seinszustand, der weiß und der uns sagt, dass alles in Ordnung ist, dass alles für uns ist. Und dass wir hier Schöpfer sind, dass wir hier die einzige generierende energetische Quelle sind, aus der heraus alles im Außen entsteht und sich manifestiert. Und diese Quelle hat nur eins im Sinn: Liebe, Freude, Unterstützung, Zuwendung, Anerkennung, Stolz. All das, was das Herz erwärmt. Und das ist Divine Design. Das ist diese Energie, wenn du in deinem Divine Design bist. Wenn du mit diesem Wort Seele etwas anfangen kannst und willst, dann ist das deine reine, pure Seele. Und das ist eine Energie, die aber keinen Weg hat, sondern diese Energie möchte sich einfach manifestieren. Diese Energie möchte sich outpushen. Diese Energie möchte sich im Außen dir zeigen, im Sinne von Form, von Manifest, von Mensch, von Tier, von Erlebnis und von Situation. Und deswegen ist es so wichtig, dass du erkennst, was es heißt, wenn du ein Divine Design energetisches Wesen bist. Oder wenn du eben in ein Wesen einsteigst, in eine Radio und analytischen Welt gegeben worden ist und die du kommentarlos angenommen hast, weil du nichts Besseres wusstest, sein bist. Und der einzige Weg, dass du zu diesem Wissen kommen kannst, ist, dass du einen Ausweg
aus dem Leiden, aus den Begrenzungen, aus den Limitierungen suchst, die dir im Außen begegnen. Und diese Limitierungen, die dir im Außen begegnen, die dir auch Leid und die dir Enttäuschung bringen, genau diese Limitierungen sind dazu da, dich immer wieder daran zu erinnern, dass dein wahres Divine Design eigentlich limitless ist. Absolut perfekt, absolut in Ordnung, für alles wert, für alles verdient hast, weil es im Divine Design nur das eine gibt. Und zwar dich in deiner höchsten, perfektesten, wunderschönsten, liebendsten, unterstütztesten Form gibt. Und das ist die Grundlage, die du verstehen musst, die dein Verstand verstehen muss, für die du Erklärungen brauchst, dass deine Rückschlüsse immer wieder darauf hin zurückführen, dass alles in Ordnung ist, dass alles für dich gedacht ist, dass für dich gesorgt ist und dass du alles bekommst, was du dir vorstellen kannst. Und genau hier sind die Probleme, die Limitierungen begraben in unserer Vorstellungskraft. In unserer Vorstellungskraft, die ist einfach nur auf das ausgerichtet und trainiert, auf das, was wir logisch, analytisch für möglich halten. Und diese Möglichkeiten vollkommen außer Acht zu lassen und aus dem Raum der unendlichen Möglichkeiten zu schöpfen, das ist eben genau der Weg, den ich Divine Design Reise nenne. Und das ist genau der Weg, der für dich, für mich, für uns alle gedacht ist. Und du kannst ihn Seelenweg nennen. Es ist der Weg zu deinem Divine Design. Dahin führt dein Seelenweg. Dein Seelenweg führt nicht über irgendwelche Stolpersteine, über Hindernisse oder über Schmerzen. Das ist dein menschlicher Weg. Der Seelenweg, der würde sagen, hopp, schnipp, und du bist da in deinem Divine Design. Du musst keine lange Strecke überwinden. Du musst keine Zeit überwinden, sondern du musst nur deine Limitierungen überwinden. Du musst dein Denken überwinden. Und darin liegt auch dieser ganze Schmerz. Und wenn dieses Denken aus der Perspektive des Divine Designs gelernt und trainiert wird, dann werden Schmerzen so viel weniger, dann werden Enttäuschungen so viel weniger, dann wird Mangel so viel weniger. Aber das ist wirklich dieser Lernprozess, für den du hier bist. Und gerade im Bereich Business, um jetzt nochmal ganz kurz darauf zu kommen, liegt eben auch da der Schmerz. Da liegt der Schmerz, weil du dich aufarbeitest, weil du dich so bemühst, weil du dich so anstrengst. Aber aus einer Perspektive heraus, dass es wichtig ist, dass du dich bemühst, dass es wichtig ist, dass du dich anstrengst, dass es wichtig ist, dass du schwitzt, dass du Kompromisse machst, dass es wichtig ist, dass du deine Freude, deine Leichtigkeit auf der Strecke lässt, weil du musst es ja verdienen, du musst ja zeigen, dass du es wert bist. Und die Divine Design Perspektive, die sagt dir immer nur, hey, du bist es wert. Hey, es kann so leicht zu dir kommen, du kannst es so leicht machen, du kannst es so leicht organisieren, du kannst es so leicht haben. Aber wie? Wie kann ich es so leicht haben? Und da stehen sich die meisten selber im Weg. Und das ist da, wo ich sage, hole dir Hilfe. Hole dir jemanden, der von außen auf deine Situation hinschaut, der dir das klärt, der deine Blockaden auf den Tisch legt und der dir zeigen kann, wo die Lösung leicht ist, wie du dein Business leicht organisieren kannst, wie du deine Gaben leicht organisieren kannst. Und für die meisten ist es immer das ein oder das andere. Entweder mache ich Strategie und Organisation und Management, aber es geht genau darum, dass es kein Entweder-Oder ist, sondern dass es eben das eine ist, aus einem Guss. Und dieses Entweder-Oder, das sehe ich leider immer wieder, dass sich vor allem die Frauen, mit denen ich Kontakt habe, die arbeiten sich entweder in der einen Seite auf oder
sie arbeiten sich in der anderen Seite auf. Also entweder sind sie nichts am Konzipieren, weil sie meinen, sie können erst konzipieren, wenn sie gut genug sind, wenn sie das alles erreicht haben, was konzipiert werden muss. Aber für mich ist es so einfach im Prinzip, wenn du es mal verstanden hast. Wenn du weißt, auf der einen Seite, wie du arbeiten willst, mit wem du arbeiten willst, all diese Business- und strategischen Entscheidungen, die fällst du dann, aber aus einem Seinszustand heraus, der schon sagt, ich bin genug, ich muss nichts mehr lernen, ich muss nicht mehr besser werden, ich muss nicht mehr wertvoller werden, sondern ich kann das, meine ganzen Assets, mein ganzes, was ich schon jetzt habe, egal wo du stehst, in so ein wertschöpfendes Konzept umwandeln, dass es mir Spaß macht, dass es mich ausdrückt, dass es mehr von mir ins Leben schickt. Und das ist so schwer für diesen menschlichen Verstand. Und da überhaupt rauszukommen aus diesem Business-Denken der klassischen Art, das auch ich in meinem Betriebswirtschaftsstudium oder auch als Unternehmensberaterin für Quality Management, Marktforschung oder auch als Dozentin gelernt und weitergegeben habe, ist genau dieses Denken aus der Perspektive heraus, der Mensch, ich bin jetzt noch nicht gut genug. Und deswegen habe ich auch nur diese limitierte Ansicht über das, was ich geben kann und über das, was ich empfangen kann. Und aus diesem Grund muss ich erst diese innere Persönlichkeit in mein Design bringen, bevor ich anfange, hier Business zu machen. Oder großes Business zu machen. Die meisten von euch, die machen ja schon Business. Aber sie machen ein Business unter Bedingungen und Limitierungen. Und diese Freiheit für ein Business, das eben unlimitiert ist, das heißt, ich kann unlimitiert geben und auch unlimitiert empfangen, kommt aus meiner Divine Design Personality. Und das ist das, was ich teache. Ich mache immer beides. Ich schaue immer quasi alle drei Business und ich mache privat. Und ich schaue dich als das Zentrum deines Lebens an. Ich schaue dein Business als das genaue Output von dir an und ich schaue dein Privatleben an als auch dein privater Output von dir. Denn, schau mal, du bist nur die eine. Du bist absolut nur die eine. Und du kannst nicht jemand sein im Business, du kannst nicht jemand sein im Privat und du kannst nicht jemand anders noch sein. Drei Perspektiven für dich, verschiedene Perspektiven meinen, du kannst sie vereinen. Es geht genau andersrum. Du musst nicht die drei Perspektiven von dir vereinen, sondern du musst deine Divine-Perspektive, deine Divine-Design-Perspektive, dein Divine-Design-Sein outpushen in Privat und in Business und in dein Selbstkonzept. Und darum geht es. Und dann wirst du in allen Bereichen, Business oder Privat, wirst du die Dinge haben, diesen Erfolg, diese Erlebnisse, dieses Feedback, diese manifestierte 3D-Welt wirst du dann haben, wenn du es genau so rum anfängst. Und ich habe noch niemals ein Teaching gefunden, das wirklich alles so komplett abdeckt, wie mein Divine Design Energetics Teaching, wo du, egal von welcher Richtung, von welcher Problematik du zu mir kommst, anfängst zu verstehen, weil das Leben durch dich entsteht und wie du von nichts getrennt bist. Weil es geht ja darum, dass du es verstehst. Und wenn du es verstanden hast, dann kannst du ein Lebenskonzept aufbauen. Auf dieser Basis, auf deinem Divine Design, wirst du ein Lebenskonzept aufbauen. Und aus diesem Lebenskonzept kannst du alles erschaffen, alles erschöpfen. Und das ist eigentlich deine Lebensreise, deine Divine Design Lebensreise. Und sie hat sowas von nichts
damit zu tun, was du gelernt hast als Mensch und wie Menschsein funktioniert. Und das ist Spiritualität in Wahrhaftigkeit. Denn Spirit heißt nur Energie. Geist. Der Geist ist auch nur eine Energie. Also geht es hier um eine Energie, die aus dir herauskommt, die du bist, die du machst und die du überall hinterlässt, die du überall einbringst. Und dann ist es ja klar, dass es alles bei dir anfangen muss. Und ich würde mich so, so freuen, wenn ich dich in meine Welt einleiten kann, in meine Teachings, in meine Ansichten. Denn da hast du alles, was du brauchst. Da kriegt dein Kopf alles Futter dieser Welt. Hier siehst du, wie du deine Konzepte umsetzen kannst. Hier siehst du, hier verstehst du die ganze Relativität für dein Leben, deinen Lebenssinn und deinen Lebenszweck. Und Ultramind ist meine höchste Mastermind. Ultramind ist die Mastermind, die ich dir ans Herz lege, weil diese ganze Sache doch etwas komplizierter ist für unseren Verstand, weil unser Verstand sagt nicht so, ah ja, gestern war ich das für wahr gehalten, heute halte ich das für wahr. Da ist immer noch ein Weg dazwischen von Erkenntnissen, von Begründungen, von Wahrnehmungen, bis ich diese neue Wahrheit verkörpern und leben kann. Ich lade dich ein in meine Welt. Auf meiner Homepage mywillfilm.com findest du ganz viele Selbstlernkurse und eben auch Mastermind-Angebote. Und ich lege dir ans Herz, nimm Kontakt mit mir auf, schreib mir, wenn du Business und Privat genauso haben willst, wie du es wirklich haben willst, und zwar bedingungslos. Und zwar jetzt, so wie du bist. Ich freue mich auf dich und ich hoffe, gedient zu haben mit diesem wunderbaren Video. Bye, bye.